sein, es ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnen gegen eine See von Plagen. Die Theater- und Varieté-Agentur Henschke. Sein oder nicht sein. Oder soll es was anderes sein? Morgen nach wieder um vier. Für weiter. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnen gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. In seiner blonde Soubrette hätten. Blond muss sie sein? Vielleicht die Resinger? Die Resinger ist blond seit wann denn? Augenblick mal, Herr Direktor. Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein, wem sagen Sie das? Sein oder nicht sein, das ist... Wann kommt der Direktor Schrader? 11 Uhr, bitte. Mal bitte die Tenöre, die auf Herrn Direktor Schrader zum Vorsingen warten. Was? Sie warten alle auf Direktor Schrader? Jawohl, ich bin um 11 Uhr bestellt. Ach, lieber Gott. Na, auf wen warten Sie denn? Auf Direktor Schrader? Da warten Sie besser oben. Hier unten kriegen Sie kein Engagement. Oben kriege ich kein Engagement. Da war ich nämlich schon 50 Mal. Na und, 50 Mal, was ist das? Sagen Sie mal, wie lange sind Sie denn schon ohne? Über ein Jahr. So, da können Sie, müssen Sie unbedingt Schauspieler sein? Können Sie nichts anderes anfangen? Habe ich ja schon. So, was denn? Bücher. Aha, Schriftsteller. Nein, Händler. Was? Händler? Ja, ich habe mit dem Bach zusammen, mit dem Komiker Bach, Sie kennen ja. Ja, ja, den. Der möchte zusammen einen Bücherkarren. Na also, na was wollen Sie denn dann? Wunderbar. Ja, wissen Sie, Theater... Wer das einmal so erlebt hat, Theaterluft, am Abend, Publikum, Vorhang geht auf, da kommt man nicht so schnell los davon. Ja, das verstehen Sie alle nicht. Da, 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 ja, da. Na, sehen Sie mal. Wer ist das? Ich, als Hamlet. Was ist? Der Kollege. Ja, und jetzt sitze ich hier. Und es geht auch. Aber es ist schon 11 Uhr. Ich glaube, der Direktor Schrader, der wird jetzt jeden Augenblick kommen. Moment. Was ist das? Morgen, Herr Direktor. Ja. Bitteschön. Also, wir spielen noch Teilung. Ja, aber wovon wollen Sie denn leben? Bitte schön. Bitte? Ach so. Auch fünfte Etage? Fünfte. Herr Direktor, ich bringe Ihnen als erstes, wer uns getraut, er spricht, sagt du, der Dom. Also kommen Sie in 14 Tagen mal wieder. Ja, aber ich wollte ihn doch noch. Und mir sang die Nachtigall ihr Liedchen in die Nacht. Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Bitteschön, Herr Direktor Schrader. Wer uns getraut, er spricht, sagt du. Der Dompfach, der hat uns getraut. Der Dompfach, der hat uns getraut. Im Na? Was ist denn mit Ihnen, Vater? Ne? Hat es bei Ihnen geklappt, ja? Nein. So. Na, machen Sie doch was anderes, ne? Ich habe ja schon so viel angefangen.
Und ohne Theater? Schwer. Wiedersehen. Das kann doch kein Mensch wissen, dass man jetzt schon den Fahrstuhl vorsingen muss, um ein Engagement zu kriegen. Also, Sie kommen heute Abend ins Hotel Astoria in die Halle. Kennen Sie übrigens den jungen Hahnen? Das ist der Sohn von dem reichen Schuhfabrikanten. Na, werden Sie heute Abend kennenlernen. Ja, wenn ich bitten darf, Frank. Und das spielen wir als Eröffnungsvorstellung. In Berlin bereits 150 Mal aufgeführt. Heutzutage wieder ein Theater aufzumachen? Da werde ich den schon aufmachen. Na, hören Sie mal, Sie kommen hierher, lassen sich vorsingen, engagieren Schauspieler. Ich schreibe doch in alle Verträge hinein. Falls eröffnet wird. Meistenteils, ich weiß nicht wo. Man hat's nicht leicht, bis man's erreicht. Doch einmal geht's von ganz alleine, vielleicht. Die Tage gehen, dann wird man sehen, ob's wieder Licht wird und wenn's nicht wird, na schön. Das ganze Leben ist ein großer Wartesaal. Das Happy End kommt erst am Ende jedes Mal. Man hat's nicht leicht, bis man's erreicht. Die Zeit verstreicht und es heißt immer vielleicht. Mein Kompagnon ist plötzlich irrsinnig geworden. Was ist denn los? Bist du verrückt? Was spielst du da eigentlich? Was soll das heißen? Das heißt verrückt. Mein Auftritt ist aus der neuen Operette. Nächte in Andalusien. Ich bin nämlich engagiert. Engagiert? Gratuliere. Danke. Komm mit, mein Max. 1000 Sekunden. Ach, nichts, ein Irrer. Herr Hartwig. Ja? Ein Moment mal. Bitte? Bitte, wollen Sie nicht einen Moment Platz nehmen? Bitte schön. So. Ja. Herr Hartwig, habe ich Sie vorhin recht verstanden? Sie haben gewissermaßen
Ich meine, Sie sind verpflichtet. Ja, ja. Es gibt also eine Firma... Ein Theater. So. Ja. Ja. Also, wenn ich Sie recht verstanden habe, nicht abgebaut, nein, 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 sondern angestellt. Ja, engagiert. So. Ja. Also, so etwas, das gibt es also noch. Hm. Ja, und Sie bekommen monatlich Ihr Gehalt. Gage. Geld. Ja, ja, Geld. Ja, sogar Geld, ja. Also, es geht aufwärts. Ja, da besteht ja die Möglichkeit, dass ich auch mal... Eine. Ja, ist doch gut, dass ich meiner Frau nichts gesagt habe. Was? Sie haben Ihrer Frau gar nichts gesagt, dass Sie Ihre Stellung verloren haben? Seit zwei Wochen, da komme ich jeden Morgen hierher ins Café. Und meine Frau glaubt, ich gehe wie immer ins Büro. Naja, aber einmal müssen Sie es doch sagen, nicht? Ja, 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 ja. Einmal, ja. Aber für einen Monat, da langt noch mein Geld. Und so lange sage ich nichts. Spare ich meiner Frau noch wenigstens hier. 6 Wochen Kummer und graue Haare. Ja, jetzt ist Mittagspause im Büro. Da muss ich meine Frau anrufen. Du, Paul? Ja? Wo ist denn der Auftritt vom Komiker? Aha. Hallo. Hallo, hier ist das Büro von Naumann und Schnaller. Ist dort Frau Körner? Einen Moment, ich verbinde mit dem Herrn Gemahl. Sag, Mausi. Ja, ich bin hier im Büro. Guten Morgen, Herr Graf, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Ja? Ja, wir waren getrennt, ja. Ja, ich komme zu Tisch nach Hause. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Herr Graf, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Vielen Dank, Herr Marquis. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Den Meier, den bringe ich wohl mit. Meier, bringe ich wohl mit. Vielen Dank, Herr Marquis. Du, Herr Meier. Du, Herr Meier, wer ist denn der Meier? Exzellenz. Das ist ja Meier. Meier, Meier, ja, Meier, habe ich gewonnen, Meier. Oh, was hast du gewonnen? Naja, wir haben 66, geben 66. 17 Bände Meiers Konversationslexikon. Hast du gewonnen? Exzellenz. Ja, Körner und ich haben kein Geld gehabt, haben wir um Bücher gespielt. Also mit einem Wort, es ist kein Geld in der Kasse. Es ist kein Geld in der Kasse. Ich muss meinen Frack auslösen aus dem Leihhaus. Wieso, warum? Ich bin heute eingeladen bei Direktor Schrader, ganz groß im Hotel Astoria. Was mache ich? Es wird schon noch Kasse kommen. Guten Morgen, Herr Graf, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Vielen Dank, Herr Marquis, mein wertes Befinden ist heute eminent, Exzellenz. Die gnädige Gräfin probiert gerade die neuesten Pariser Modelle. Und das Fräulein Konfettchen spielt Dennis Jojo und besichtigt die Stelle. Der gräfliche Sohn. Ha! Der liegt noch im Bett und entwickelt sich zur Blüte der Nation. Nation. Und geht's immer noch sehr gut. Uns geht's immer noch sehr gut. Und die Frage so wie abends immer wohl zu gut. Denn wir haben's ja dazu. Denn wir haben's ja dazu. Juhu. Um Gottes Willen, unser Bücherkarren. Komm, Kleiner, Bücherkarren, der ganze Verkehr steht still. Alle an, Kleinholz. Das kostet Stange Gold. Der olle Frau, die geht, der kann sich freuen. Der kann lächeln. Da liegt so die ganze Bildung im Dreck. Wem gehört der Bücherkarren? Na, wem gehört der Bücherkarren? Na, wem gehört denn dieser Bücherkarren? Uns nicht. Das schaut aber gut aus. Ich möchte nur wissen, wie ich heute Abend zu meinem Frack komme. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich wüsste, wie ich trocken wäre. Wenigstens Strom, meine Herren. Strom spielt bei uns gar keine Rolle.
Zeigen Sie uns ruhig den Stärksten, den Sie haben. Womöglich in Luxusausgabe. Ja, meine Herren. Bist du trocken? Ja, ja, gut. Hinten noch bitte. Eine herrliche Erfindung. Ja, und so billig, nicht? Geschenk. So, ich bin trocken. Aber wie kriege ich meinen Frack aus dem Leihhaus? Das Einzige, was wir besitzen, ist der Meier. Wer ist der Meier? Der Trottel, das Lexikon. Dann gehen wir doch erst morgen. Du wirst ihn eben heute holen. Das ist unser stärkstes Modell. Sehr hübsch, ja. Aber Sie wollten doch etwas in Perlmutt zeigen, Fräulein. Nein, Perlmutt haben wir keinen. Sie hat kein Perlmutt. Aber liebes Kind, das ist ja entsetzlich. Ja. Lassen Sie uns eine halbe Stunde herumtropfen, ja. Da haben Sie keinen Freihand oder Perlmutt verlangt. Nein, mein Herr, Sie haben noch kein Wort von Perlmutt gesagt. Aber Kind, ja, bitte, sprich zu der Dame. Ja, er hat von Anfang an gesagt, dass Perlmutt... Sag den Fräulein. Ja. Was will er denn mein Badezimmer dazu sagen? Richtig. Nein. Aber vielleicht kann ich ihn eins anfertigen lassen. Nein. Darauf kann man nicht. Nein. Auf Wiedersehen. Tust du etwas Bestimmtes? Ist doch zu dumm. Jetzt muss ich doch das ganze Konversationslexikon mit ins Büro schleppen. Das Konversationslexikon ins Büro? Was? Warum denn? Oh Gott, weißt du, die ewigen Streitereien mit dem Chef. Streitereien mit dem Chef, um Gottes Willen, was war denn? Heute hat er zum Beispiel wieder behauptet, Lissabon ist ein schwedischer Hafen. Also, warum soll ich mich denn immer streiten? Habe ich den Meier mit, dann kann ich ihm das immer gleich beweisen. Nicht wahr? Hast du nicht recht. Guten Tag. Kann ich die gnädige Frau sprechen? Ja, das bin ich selbst. Ah, pardon, gnädige Frau. Ich biete Ihnen an, für nur 50 Pfennige einen vollständigen Ersatz für eine vierwöchentliche Kur in einem Sanatorium. Das bekannte Nervenheilmittel, der Sorgenbrecher und Seelentröster, das Opium des kleinen Mannes. Jojo! Nein, das ist ja Unsinn. Kommt gar nicht in Frage. Zeigen Sie mal her. Gestatten Sie? Danke. Drei, vier, das ist ja blödsinnig. Das ist etwas für meinen Mann. Das ist wirklich nervenbeugend. Oh, mein Kleines, was haben Sie denn? Ach, entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber den ganzen Tag herumlaufen und immer so machen, das macht einen blödsinnig. Das hält kein vernünftiger Mensch aus. Das ist nervenaufreibend. No. Was waren Sie denn früher? Schauspielerin. Ach so, Theater so? Ja. Gottes Willen, was haben Sie denn gespielt? Vor allen Dingen lustige Rollen. Ach, schrecklich. Zuletzt habe ich die Dolores gespielt in Nächte in Andalusien. Ach, das habe ich... Heute geht es mir gut. Heute geht es mir gut. Eine Glut liegt mir im Blut. Heut, wie ist denn das andere? Man hat's nicht leicht, wie man's erreicht. Doch einmal geht's von ganz alleine, vielleicht. Ach, mein Kind, ich hab hier eine Idee. Nein, ich sehe da nicht drauf. Nein, das kann man den Körner... Also, Roesch. Keine Geschichte. Man kann das dem Körner doch nicht antun, schau. Lass ihn doch das Lexikon noch bis morgen. Schau, seine Frau soll doch nichts merken. Halt keine Vorträge, sondern still. Ich? Jetzt hole ich nur noch meine Sachen, gnädige Frau, und dann komme ich gleich wieder zurück. Ja, aber liebes Fräulein, unserem vorigen Mädchen haben wir gezahlt... Aber das können wir jetzt auch nicht mehr. Oh, aber das hat doch Zeit, gnädige Frau. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass ich endlich wieder ein festes Engagement habe. Ich eine feste Stellung habe. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und Ihnen danke ich auch, Herr Körner. Bitte. Ach, richtig, ich habe ja ganz vergessen, ich muss Ihnen ja noch unsere Wohnung zeigen. Sie gehen selbstverständlich dann über den Vorderaufgang. Hier, nehmen Sie die andere Hand, ja? Kommen Sie, mein Kind. Mach mir also bitte, pass auf. Du gehst hinauf, nicht wahr? Gehst hinauf und klingelst. Ja.
Das Dienstmädchen macht dir auf. Was mache ich? Deine Plüschhaube. Mach mal Plüschhaube. Gut, dann gibst dir den Zettel, ja. Diplomatisch natürlich, ja. Und sagst dir Folgendes. Da muss doch die Frau Kerner etwas merken. Nein, das war gefährlich. Was wollen Sie denn? Puppe, süß. Ach, verrückt. Was wünschen Sie denn? Frag nicht so viel, sag du zu mir und gib Herrn Körner diesen Zettel. Hm? Aber ohne, dass Frau Körner etwas merkt. Hm? Hugo! Hugo! Sie können gleich mit meinem Mann selber sprechen. Hugo! Ja? Hugo, komm mal her! Was ist denn? Lieber Herr Körner, uns hat dasselbe Schicksal ereilt wie Sie. Wir sind plötzlich auch erwerbslos. Was kann denn schöner sein, als einer treu zu sein, die einem alles gibt, wenn man sie liebt. So ein Mädel vergisst man nicht, so ein Mädel vergisst man nicht. Ihr leises Wort, ich hab dich lieb, ist ein Gedicht. Meine Herren, dafür keine Mark. Vorläufig können Sie ja noch hier wohnen bleiben. Wir Köstchen weg in auch noch ein paar Tage. Aber Geldpumpen kommt ja nicht in Frage. Aber Frau Pasemann... Ihre Fax lösen Sie meiner Lena aus. Aber Frau Pasemann, jetzt haben wir Ihnen die ganze Operette vorgesungen. Ich muss heute an meinen Frack. Du, ich muss doch, der Direktor ist doch im Hotel. Ich muss doch... Passen Sie auf, Frau Pasemann. Sie brauchen uns gar nichts zu borgen. Im Gegenteil, Sie kriegen sogar noch was raus. Nur wird's ulkig. Passen Sie auf, Liebste. Sie nehmen 20 Mark, gehen damit in die Pfandleihe und lösen unsere nagelneuen... Du hast sie nämlich damals viel zu wenig versetzt. Entschuldigung, mal, Moment, das hab ich... Schluss. Ja? Gehen damit in die andere Pfandleihe und versetzen sie für 30 Mark. Bleiben, na? 10. Richtig. Und die teilen wir uns dann. Hätte es ein Wochen. Na, also. Da hätten Sie mir ja nicht vorsingen brauchen. Richtig. In einer Stunde sind die Fracks wieder da. Wenn sie die Dinge erst ausgelöst hat, wird sie sie doch nicht mehr los. Wird sie nicht mehr... Das habe ich nochmal. Wird sie sie nicht mehr los? Wieso? Kraftlos. In ganz Berlin gibt es keinen Pfandleiher mehr, der noch einen Frack beleiht. Wunderbar. Du kommst mit, heute Abend. Rose und Saphir, hier ist deine Bier.
den Morden gewacht, kinderlos liegt heute. Jede Nacht brennt mein Herz nur Gewicht, wie die Sonne von Sevilla. Doch es lacht nur ein Herz über dich, wie die Sonne von Sevilla. Und ich träum und verträum die Musik und auch den Wein. Du bist fern wie ein Stern und du sagst noch immer nein. Und ich sitz mit meinem Jammer ganz allein in meiner Kammer. Ja, ich sag es hier nicht. Was sagst du? Du sagst ja nicht. Du hast doch gesagt, du sagst es. Du sagst, ich habe gesagt, ich sage es. Ich sage dir, du hast gesagt, ich sage es. Ja, hast du gesagt, sag ich dir. Ich sag's ja auch nicht. Sagst du es hier nicht, sag ich es hier auch nicht, sag ich dir. Ja, ich sage nicht herein. Na, sag mal, du sagst nicht mal herein. Und schön, sag ich herein. 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 Die Herrschaften haben geklingelt. Meine Frau wollte Ihnen etwas sagen. Bitte, gnädige Frau. Ja, mein liebes Kind, Sie wissen ja, wie das heutzutage ist. Stellen Sie sich vor, mein Mann geht heute Mittag aus dem Büro weg und wie er Nachmittag wieder hinkommt, existiert das Büro nicht mehr. Ach so, Sie wollen mich entlassen? Ja. Ich verstehe. Liebes Kind, mein Mann hat doch jetzt kein Einkommen mehr. Infolgedessen bin ich ja auch gezwungen, die große Wohnung aufzugeben. Ja, 8 Zimmer ist ja auch ein bisschen viel. Ja, aber 20 Jahre habe ich die Wohnung gehabt, nicht? Sie können sich vorstellen, dass mir das alles jetzt ein bisschen schwer fällt, nicht? Moment bitte. Sind hier noch Zimmer frei? Wie bitte? Na, wir sind doch richtig hier. Ob hier noch Zimmer zu vermieten sind? Ob hier Zimmer zu vermieten sind? Ja. 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 Bitte kommen Sie doch herein, meine Herrschaften. Ich will Ihnen gleich etwas Passendes zeigen. Bitte schön, einen Moment. Also, Frau Körner, die Sache klappt. Sie werden ja nun auch bald Ihre anderen Zimmer loswerden. Also, passen Sie mal auf. Es werden sicherlich ein paar Herren zu Ihnen kommen. Ja, hier aus dem Astoria. Und vergessen Sie nicht, Sie vermieten nur fest auf eine Woche und nur mit voller Verpflegung. Vor Ort wird bezahlt, verstanden? Ja? Aber Frau Körner, die Sache macht mir ja einen riesen Spaß. Wie auf der Bühne. Ja. Und jetzt wandle ich noch einmal durch die Hotelhalle und mache noch ein bisschen Propaganda für unsere Pension. Ja. Auf Wiedersehen, Frau Körner. Sprich sie doch an. Verrückt geworden? Weiß doch ganz genau. Ich kann keine Frau ansprechen. Schön, wenn ich sie anspreche. Um Gottes Willen, bleib hier. Kannst doch in Astoria keine Dame ansprechen. Sind keine Augen im Kopf. Und ein Mädel aus der allerersten Gesellschaft. Verzeihung, werde ich sie eben nicht ansprechen. Was mir wichtiger ist, glaubst du, dass der Direktor den Komiker schon besetzt hat? Also, Herr Hahnen, 20.000 Mark würde vollkommen genügen. 20.000 Mark, ja, sagen ja, Sie? Ja. Wäre vielleicht gar nicht so übel, was? Bei uns in dem kleinen Drecknetz so ein ständiges Theater im Winter? Wie? Aber Herr Hahnen. Ach, den ganzen Tag höre ich nichts anderes. Lassen Sie mich mit Herrn Hahnen verbinden. Herr Hahnen ist noch nicht angekommen. Was denn? Na, aber der muss doch hier wohnen.
Ich meine den großen Schuhindustriellen Hahnen. Ja, ja, ich weiß. Aber nur sein Sohn wohnt hier. Nee, das ist ja einfach, dann verbinden Sie mich mit dem Sohn. Ich mein Name ist Bornemann. Von Bornemann und Company. Leder en gros. So ein bisschen Betrieb. Ja. Fische, Weiber. Und, ja. Wie? Telefon. Hier der Sekretär von Herrn Hahn. Also bitte Schluss. Ja. Nein, Herr Bornemann. Der junge Hahn empfängt vorläufig nicht in geschäftlichen Angelegenheiten. Nein. Bitte schriftliche Offerte zu machen. Na, was heißt hier schriftliche Offerte machen? Das kann ich Ihnen nicht so beschreiben. Das müssen Sie sehen, natürlich. Das ist allererste Qualität. Hallo, Hase. Rufen Sie bei mir an. Bitte, Gnädige Frau. Pension Vineta. Vineta. Akazienallee 23. Und richten Sie auf, Fräulein Brande kommt gleich nach Hause. Darf ich um die Nummer bitten, Gnädigste? Ja, notieren Sie. Westend 4086. Westend 4086. Westend 4-0, wo ist mein Bleistift auf? Das ist toll, mir das aufzuschreiben, dein fabelhaftes Gedächtnis. Pension Westend, Zentrum 6-0. Ich sag ja Westend. Aber dein Amt Westend, Pension Venezia. Aber falsch, mein Kind, Pension Vindobona, Tiergarten 6-0. Aber bleib treu! Aber schreib dir deine Nummern selber auf! Trottel, jetzt sitze ich da und hab die Nummer nicht. Pardon. Und falls Post kommen sollte, schicken Sie sie nach Akazienallee 23, Pension Venet. Wird besorgt. Forte. Bitte? Ich zieh aus. Schön. Ja, lassen Sie meine Rechnung fertig machen. Und wenn Post kommen sollte, bitte nachschicken nach Akazienallee 23. Pension Venet. Ja. Im Prinzip sind wir uns dann also einig, mein lieber Herr Direktor. Schrader, ja. Und wir treffen uns dann in einer Viertelstunde in der Halle. Ja. Wie Sie wünschen, Herr Hans. Ja, da kann ich Ihnen auch gleich hartlich vorstellen. Den Tenor. Ja. Etwas mit einem Sechser war es ganz bestimmt. Ich flehe dich, Herr, mach mich wahnsinnig. Ja, 25, 4. Du, ja? Barbarossa. Trottel. Du. Die geht weg. Du. Na, entscheide du, dich, du, ja? Die sehe ich am Ende nie mehr wieder, du. Die fährt damit nach Afrika oder wohin, nicht? Und es muss etwas geschehen. Bleib ruhig, mein Kind. Der Direktor muss jeden Augenblick kommen. So. Ich habe eine Idee. Ja, na, da bin ich aber neugierig. Ich hau dir jetzt näher runter. Na, köstlich. Warum? Pass auf. Ja? Bist doch mein Freund. Na, was? Pass auf. In dem Augenblick, wo sie weggeht, hau ich deine herunter. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, dann sage ich ihr, du hast eine ganz hundsgemeine, pflegenhafte Bemerkung über sie gemacht, nicht wahr? Gut, ja? Dann habe ich mich ritterlich benommen, dann musst du dich sogar noch bei mir bedanken, nicht wahr? Ja? Ist das gut? Ist das was? Ist das was Feines? Ja. Ja, aber ich mag's nicht. Na schön, gut. Sein Freund, schön. Dann muss ich eine fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Wir merken von dir, der erste Herr, der mir jetzt in die Quere kommt, dem hau ich eine herunter. Den da. Bitte? Was haben Sie eben über diese Dame gesagt? Ich frage Sie, was haben Sie eben über diese Dame gesagt? Ja, aber entschuldigen Sie, mein Herr. Ich entschuldige dich. Bitte. Wie kam dieser Mann dazu? Oh, also ich verstehe das nicht, Ewald. Hahnen Junior, in der Halle des Astoria gehört. Ach, bitte, ich kann das mehr hören, Ewald. Was ist da? Herein! Nun, wie war es, bitte sagen Sie? Ich bin von neuesten Nachrichten. Wie bitte? Ja, darf ich Ihnen die genauen Details des Vorfalls in der Hotelhalle bitten? Ach so. Die Sache war ganz einfach. Herr Hahnen Junior betritt mit einer Dame die Halle. Ein Herr macht eine unflätige Bemerkung über die Dame. Und
worauf Herr Hahnen Junior ihn gebührend züchtigte. Worauf der temperamentvolle ritterliche Herr Hahn sich veranlasst sah, die den höchsten Gesellschaftskreisen angehörende Dame vor den Belästigungen zu schützen, indem er kurz entschlossen das Gesicht des Übeltäters mit seiner Faust zeichnete. Guten Morgen, Herr Graf, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Vielen Dank, Herr Marquis, mein wertes Befinden ist heute mir exzellent. Uns geht's immer noch sehr gut, uns geht's immer noch sehr gut. Uns ist morgen so wie abends immer Wolk zum Mond. Denn wir haben's ja dazu, denn wir haben's ja dazu. Juhu! Morgen, Frau Bademann. Morgen. Frau Bademann. Ja? Sind Sie uns noch immer sehr böse? Warum denn? Na, wegen der 20 Mark. Die habe ich ja schon längst. Wieso? Ich habe gestern Abend Ihre Anzüge verkauft. Ja, aber... Ja, aber Frau Base, wir können doch nicht den ganzen Tag in den Fracks herumlaufen. Ja. Wir haben sie ja nicht schnell genug kriegen können. Nur behalten Sie sie mal auch. Uns geht's immer noch sehr gut. Uns geht's immer noch sehr gut. Juhu! Das ist ja unerhört. Was ist denn los? Das ist ja unerhört! Fabelhaft! Das ist ja fabelhaft! Jawohl, Herr Hahn! Lieber Ewald, das ist mein Blut! Faust hatten wir Hahns ja alle. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist ja wundervoll. Fräulein Lisa. Sind Sie weg? Wer? Na, unsere vier Pensionäre aus dem Astoria. Ja, ja, ja. Hahn Junior, Sohn des Schuhkönigs. Haben Sie wirklich geglaubt, dass ich abgereist bin? Sohn des Schuhkönigs schützt Dame der Gesellschaft. Was haben Sie denn für Gesichter gemacht? So ein Nipp. Haben Sie auch eine Woche im Voraus bezahlt? Sogar ein Zimmer mit Doppelbett. Sie scheinen zu den Optimisten zu gehören. Ich bitte dich, mach doch keine Geschichten, geh doch schon hinauf. Für 17 Bände Meyers Konversationslexikon bekommen wir, wenn ich die Weltkrise einrechne. Mindestens 20 Mal. Und wir sind endlich aus der Kluft heraus. Na geh doch du mal raus. Aber du bist doch an allem schuld. Du hast doch den Finanzier geohrfeigt und den Theaterdirektor zugrunde gerichtet. Und nicht darfst du da herumlaufen in einem Frack am helllichten Tag. Noch dazu in so einem Frack. Ist ja ein komischer Frack. Also gut, schön, ich gehe raus. Ja. Also, Frau Lisa, Sie müssen sich bei Herrn Junior melden. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Bei Millionär mache ich nicht. Herrn Junior mache ich nicht. Sag mal, wie ist er denn so abstoßend? Nein, sogar sehr sympathisch. Sehr sympathisch, verstehe ich gar nicht. Sie müssen sich zumindest bei ihm bedanken. Nein. Ach Gott, machen Sie mich doch nicht nervös. Sie müssen doch hingehen zu ihm. Nein. Wenn er mich finden will, wird er mich schon finden. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich... Ja, ja, Sie sind schon richtig. So, ich bin hier richtig? Ich wohne hier. So, was? Ich komme aus Scharfte und keine Ahnung, das... So, was? Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Aber Herr Hahnen, es geht doch nicht. Ich muss mich doch noch bei Ihnen bedanken. Also wissen Sie, wie ich in der Zeitung gelesen habe, dass Sie da... Ich war ganz stolz. Ja, ich war auch ganz stolz. Noch im Frack? Ach, das ist kaum der Rede. Ich wollte nämlich... Aber kommen Sie doch einen Moment herein. Nein, nein, das ist unmöglich. Oh, das ist ausgeschlossen. Nein, nein. Ach, ich verstehe. Der Hahnen will nicht gesehen werden. Ja, das ist es. Also? Also?
Heute Abend? Heute Abend? 7 Uhr. 7 Uhr? Ich warte um. Aber rede. Sagst du zu mir, guten Tag, Herr Hahne? Wieso Hahne? Na ja, natürlich. Und als Millionär, da kann ich doch kein Lexikon verlangen, nicht? Hast du dich wenigstens mit ihr verabredet? Ja, ich habe mich mit ihr verabredet für heute Abend. Das ist ja großartig. Das ist nicht großartig, das hat doch gar keinen Sinn. Ich werde dir gleich sagen, dass ich nicht der Hahn bin. Das hat nein, nein, das darfst du nicht. Wenn so eine große Frau, Herr, engagementloser Schauspieler, springt sie sofort ab. Ja, aber einmal muss ich es ihr doch sagen. Ja, im geeigneten Augenblick. Was hältst du für einen geeigneten Augenblick? Trottel. Na, ist das was Feines? Gucken Sie mal, wie der vorne sitzt, Herr Klinke, was? Jetzt gucken Sie mal nach hinten. Großartig, Herr, wie angeht, wie nach Maß, Herr Klinke. Wunderbar. Ja, den nehme ich. Das glaube ich. Das ist ein feiner Tausch, den Sie da gemacht haben. Wo sind denn meine Papiere? Die Papiere werden wohl wahrscheinlich noch in Ihrem Rock sein. Ja, das ist es. Danke sehr. Danke schön. Also jetzt? Jetzt kriegen Sie noch 3 Mark. Nee, 5 Mark. 5 Mark, kein Irrtum. Sie werden so. 5 Mark. Herr Klinke, lieber zu eng als frag. Da hast du deine 5 Mark. Ich danke schön, Max. Und damit soll ich ein Millionär spielen? Ja, natürlich. Markierst den Millionär mit Programm heute mal ganz einfach, ganz bescheiden. Millionärslaune. Schön, na was ist morgen? Na was ist morgen? Moment, das mache ich, ja? Hallo. Ist Direktor Leopold Schrader. Wer? Hartig Sie? Was Sie ohrfeigen, meinen Finanzier? Riecht mich zugrund, da wollen Sie noch Vorschuss haben, Sie sind wahnsinnig geworden. Ach, das tut mir leid, Herr Direktor. Entschuldigen Sie den kleinen Zwischenfall mit Ihrem Finanzier. Gibt es denn gar keine Möglichkeit für Sie? Ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Aufhängen oder erschießen. Theaterspiel. Schön. Es ist so schön, so wunderschön, Theater zu spielen. Ja, Theater zu spielen ist schön, so schön. Kollege, sag, was hättest du sonst vom Leben? Meinst du nicht auch, es wäre ein bisschen grau? Der Mensch lebt nicht vom Stempelmarkenkleben. Nur im Theater ist der Himmel, Himmel, himmelblau. Wir dichten uns das Leben einfach um, fürs Publikum. Wir treten auf und singen unser Lied und sehen die Welt, wie man sie gerne sieht. Es ist so schön, so wunderschön, Theater zu spielen. Ja, Theater zu spielen ist schön, so schön. Lieber Herr, Bornemann, ja, schön, Bornemann. Gleich am ersten Abend, wenn ich mit Herrn Hahnen zu Biere von Geschäft und Leder spreche. Merken Sie sich doch. Bitte, liebes, gnädiges Fräulein, von dem Leder sprechen Sie doch überhaupt kein Wort. Aber Fräulein Lisa, Sie haben doch gar nichts anderes zu tun, als Herrn Bornemann mit Herrn Hahnen Junior bekannt zu machen. Gott, das ist doch ganz unwichtig, um Gottes Willen. Eilen Sie sich doch ein bisschen, Fräulein. Man kann doch Herrn Hahnen unmöglich warten lassen. Lisachen, Sie können mit den Schuhen nicht gehen. Ich werde informiert. Gehen Sie doch endlich an. Das sind ja ganz in der Brühe. Entschuldigen Sie, ich habe weit und breit keinen Auftrag. Verzeihung. Ich stehe da mit der großen Kritik. Für Sie ist das doch eine Kleinigkeit. Sie brauchen mich doch bloß mit Herrn Hahn Junior bekannt zu machen. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, wenn ich diesen Auftrag bekomme, dann bin ich überm Berg. Ja, dann sind Sie überm Berg, Herr Bornemann. Gib mir mal einen Schuhlöffel, einen Hocker, bitte. Hocker. Lieserchen, kommen Sie, danke. Gnädiges Fräulein, glauben Sie mir, ich will das ja auch nicht umsonst von Ihnen haben. Aber lieber Herr Bornemann, dafür kann ich doch kein Geld nehmen. Aber Herr Bornemann schenkt Ihnen ja nicht. Ja, Sie bekommen von mir eine Provision. Na, dann können Sie so zum ruhigen Gewissen machen. Wie hoch
beläuft sich Ihr Auftrag und was zahlen die Provisionen? Ja, das ist ein Auftrag, na, ungefähr, es kann immerhin sein, 2 bis 3 mal 100.000 Mark, hoffe ich. Hm? 2 bis 3 mal 100.000 Mark? Na, hören Sie mal, das wäre ja zu 5%, das wären ja 15.000 Mark. Ich meine, nehmen Sie die Schuhe, haben ausgezeichnet. Ja. Um Gottes Willen, da ist ja schon Herr Hahnen. Na also. Mein Gott, aber nur keine Aufregung. Sie müssen jetzt gehen. Ach ja, Leserchen, einen Moment. Sie muss doch noch erst den letzten Stich machen. Ja, mein Mantel, bitte. Der Mantel. Wie zufällig in der Kaskade. Sagen Sie doch ganz einfach, Sie sind gewohnt dort zu essen. Da muss er doch mit Ihnen hin. Heute Abend in der Kaskade. Ja, auf Wiedersehen. Ich kann nicht mehr. Ja. Lokalschluss. Oh. Aha. Ja. Ja, müssen wir denn schon gehen? Können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Ach ja. Ach ja. Ja, bitte, aber nicht mehr lange, bitte. Nein, nein, nicht mehr lange. Was darf es doch sein, bitte? Ja, da darf es was noch sein, bitte. Ach, bitte, Sekt. Hallo, Kinder, hört mal. Hier ist so ein Gast. Spielt weiter. Ach, bitte holen Sie mir doch meinen Mantel. Aber bitte sehr. Es ist ein bisschen kalt hier. Aber bitte sehr. Entschuldigen Sie bitte. Sie werden doch irgendwelche Papiere bei sich haben. Ist ja unglaublich. Also los. Ja, dann los, los, los. Was ist denn? Mensch, das Kind, ich kann doch nicht ohne Frack auf die Straße gehen. Kann man doch nicht machen. Hallo. Bitte sehr. Sagen Sie, was war denn mit dem Herrn da los? Der Herr kommt mit einer Dame hier herein, bestellt Hummer und Sekt und kann nicht bezahlen. Hm. Und Frack? Nun, wir behalten natürlich den Frack. Aha. Und die Dame? Die haben wir schon vorher in die Luft gesetzt. Leute gibt es. Ja, ja. Bahans Telefon. Hallo Max? Ja, hier Hartwig. Du, hier ist eine großartige Stimmung. Wunderbar. Ja, komm sofort hierher. Ja, du, was? Ah, Geld, spielt gar keine Kumpfus. Will dir alles erklären, ja. Komm sofort hierher, ja. Kaskade, ja. Und Frack, du. Natürlich im Frack. Ausgeschlossen. Unmöglich ohne Frack. Man hat eben einen Herrn ohne Frack rausgeschmissen. Ja. Nimm dir ein Taxi und lass den Chauffeur warten, was macht doch nichts. Ja. Ja, sie ist süß, ja. Ach, bezaubernd. Was? Aber nein. Das ist doch eine Dame, was? Ja. Vielleicht. Du wirst doch an der Stimmung merken, nicht? Ja, und hör mal, sollte ich dann mit ihr weggehen? Bleibst du ruhig sitzen, ne? Ja. Ich hol dich bald wieder ab, ne? Ja? Moment. Hallo, Max. Bist du noch da, ja? Max, borg dir vom Klinke auch einen Mantel aus. Ja, du, es ist furchtbar kalt draußen. Ja. Gemacht.
Ich weiß alles. Ich spreche sofort vom Leder. Oh, nein, doch nicht vom Leder. Natürlich nicht vom Leder. Vom Leder spreche ich doch selbst. Das habe ich doch bei mir. Ja. Die stellen mich nur vor. Ja, aber Ihr Name? Ach, liebes Kind. Bornemann. Ach, Herr Bornemann, Bornemann. Tschüss. Bornemann. Ja. Leder an Groß. Ja, ein Bekannter. Freut ganz. So, hier ist der Mantelknegels, Fräulein. Danke. So, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr. Wie war der Name? Bornemann Lederangro. Ledermann, sehr schön. So, vielleicht bringt der Herr Leder mich noch ein Stückchen mit uns mit, ja? Herr Hans, ja? Was sagen Sie dazu? Das ist Leder. Fangen Sie mal an. Was? Wie ist das? Hübsch. Hm? Und billig. Was kann dann schon teuer sein? Ja, kaufen Sie das doch ab. Ja. Was kostet das? Das kommt drauf an, wie viel Sie kaufen. Das genügt mir. Sehr gut. Genügt dieses Ausgezeichnete. Verstehe, Herr Hahn, dass Sie jetzt kein Interesse für Lederproben haben. Ja, ich will auch gar nicht länger stören. Also, Herr Hahn, abgemacht, das Leder ist großartig. Morgen um 11 Uhr bin ich beim Herrn Papa und berufe mich auf Sie. Ja, hören Sie mal, das ist... Nein, ich meine... Verstehe. Wird vor dem Herrn Papa gar nicht... Ich spreche nur vom Leder. Gut. Und Sie empfehlen mich dann, Herrn Papa. Gleichfalls. Und zur Feier des Abschlusses erlaube ich mir dann die Herrschaft morgen um 11 im Astoria zu einem kleinen Frühstück einzuladen. Morgen um 11. Herr Ober, noch eine Flasche. Nacht in Andalusien, wie schön. Das habe ich doch mindestens 75 Mal in der frühen Saison. Wie man? Gehört am Publikum. Direktor Schrader wollte ja, dass ich die Eröffnungsvorstellung. Was denn, Schrader? Woher kennen Sie denn den? Aus dem Fahrstuhl. Aus dem Fahrstuhl? Ja, ich bin einige Male mit ihm Fahrstuhl gefahren. Rauf und runter. Und da habe ich ihn vorgezogen, vorfinanziert. Hast du ja nicht auch was gearbeitet? Nur. Ja, nur sagt der Papa immer, nur Operetten, sagt der Papa, das geht, man muss auch was anderes im Kopf haben. Ich kann alle Operetten auswendig. Ja, ich auch? Ja? Ja. Da kennen Sie. Oh, ja. Löschen dran, aber bald. Die Liebe kommt für mich nicht in Betracht. Sie ist ein Märchen aus tausend und einer Nacht. O Prinzessin, wie stolz, ich machte vergebens. Sag, wann erfüllst du mir den Traum meines Lebens? Bitte, mein Freund, ich will nicht so grausam sein. Heut soll es sein, bei schimmerndem Mondenschein. Jetzt muss ich schleunigst in das Schloss enteilen. Nimm diese Rose. Doch es lacht nur der Herr über mich, wie
Sonne von Sevilla. Kennst du wirklich keine Liebe oder stellst du dich so geil? Jede Nacht brennt der Herz, dran, aber weit. Dann führt der Graf seine kleine Prinzessin in ihr Schloss zu ihm. Ja. Und das erinnert sich doch, nicht? Dann führt er sie die Freitreppe hinauf, tritt zu ihr, nimmt sie in seine Arme und schlingt sie und dann, glaube ich, küsst er sie. Nein, im zweiten Akt noch nicht. So, ich doch ganz. Ich weiß, nein. Dann kriegt doch eine Küste. Ich kenne doch alle Opfer, wenn Sie auf mich verlassen. Nein. Ich kenne alle Opfer. Nein. Ich weiß, ich hab's nicht. Ich bin verliebt in ein Mädel, so verliebt war ich wirklich noch nie. Und ich schlaf keine Nacht, wenn der Vollmond erwacht, mach ich Gedichte an sie. Das ist mir nicht in den Schädel, dass ein Mann so verrückt werden kann. Wird krank, er wird dumm. So ein Mädel vergisst man nicht, man kränkt sie nicht, man lebt für sie und andere küsst man nicht. So ein Mädel betrügt man nicht, so ein Mädel belügt man nicht, weil schon ihr Blick das ganze Glück. Was kann denn schöner sein, als einer treu zu sein, die einem alles gibt, wenn man sie liebt. So ein Mädel vergisst man nicht, so ein Mädel vergisst man nicht, ihr leises Wort, ich hab dich lieb, ist ein Hallo, Chauffeur. Sind Sie frei? Nee, ich warte hier auf Ihren Herrn. Machen.
Chauffeur. Aha. Besten Dank. Bisschen. Marsch. Sei mir nicht böse. Hm. Entschuldigung, was hätte ich denn machen sollen? Ich verspreche dir, wenn du einmal in ein so süßes Mädel verliebt sein wirst, lass ich mir auch den Frack ausziehen und... Ich danke dir, du guter Freund, du. Hat sich's wenigstens gelohnt? Ach, bravo! Morgen Vormittag um 11 ist ja sowieso alles aus. Warum so pünktlich? Ich habe nämlich heute Nacht für meinen angeblichen Herrn Vater einen größeren Abschluss in Leder gemacht. Boxkalf? Chevrolet. Ein Moment, ich verbinde mit Herrn Hahn Junior. Morgen, ich bin. Bitte wer? Du, ich muss dich sprechen. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Momentchen, wer ist da? Keine Ahnung, welche Frau das ist. Ja, ja, Liebes. Keine Ahnung. Ja, Baby? Was? Wer ist das? Ja, Baby. Ach, das ist aber nett, dass du anrufst, ja. Nein, das geht nicht, mein Kind. Nein, nein. Wir verreisen nämlich heute. Wir fahren nach... Wohin fahren wir? Nach Hamburg. Nach Hamburg fahren wir und dann fahren wir auch noch nach... London. London weiterfahren wir und... Da kann ich natürlich nicht, weil ich möchte mal wissen, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, nicht? Doch. Ja, doch, das ginge natürlich. Ja, dann kannst du ja vorbei, nicht? Das wäre sehr nett. Ist schon weg. Das, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Eine süße Stimme. Wenn die jetzt auch noch so aussieht wie sie, dann nehmen wir sie mit. Das ist am besten. Ich gehe zu ihr. Ich gehe zu ihr in die Wohnung. Und sage die Wahrheit. Dann ist alles aus. So ein Mädel belügt man nicht. So ein Mädel betrügt man nicht. Ich kann sie doch nicht ins Hotel gehen lassen. Es gibt schon einen Skandal. Es kann ein schöner sein, als einer treu zu sein. Die einem alles gibt, wenn man sie liebt. So ein Mädel vergisst man nicht. Steh auf, ja? Komm mit. Zieh dich an. Verzeih, Abkant. Entschuldige, sei mir nicht böse, ja? Wir treffen uns dann wieder hier, ja? Auf Wiedersehen, ja? Lebe mir wohl. Herr Hahn kommt sofort.
Wenn der Junge Ihnen gesagt hat, dass ihm das Leder gefällt, geht die Sache natürlich in Ordnung. Sehr schön, sehr schön. Ich muss den Jungen natürlich erst noch mal fragen. Ja, bitte fragen Sie nur. Reist übrigens heute nach London, der Junge. So, so, nach London? Na, nach London, der Junge. Aber gnädiges Fräulein, verstehen Sie doch. Ich meine, das ist eine entsetzliche Blamage für mich. Noch dazu, wenn ich an Mama denke. Na, und wenn Papa die Wahrheit erfährt, also, das ist überhaupt ein schrecklicher Schlag für ihn. Na, das kann nicht sein, das kann unmöglich sein. Ja, ja. Und wenn das dann wieder in die Zeitungen kommt, also das ist ja nicht auszudenken. Sie müssen schweigen, versprechen Sie mir das? Ja. Ich danke schön. Entschuldigung. Ahnen. Angenehm. Herr Frey. Papa? Das ist wohl die junge Dame, um deren Willen du vorgestern da... Herr Junge, hä? Herr Junge, verzeihen Sie, Augenblick, da drin ist ein Herr Borne, Borne-Mann. Kennst du einen Herrn Borne-Mann? Ja, doch. So, ja. Da ist die Sache mit dem Lederabschluss wohl in Ordnung, nicht? Ja. Ja, Qualität ist ja sehr gut, können wir ja brauchen. Aha. Ich wollte es nur nicht ohne dich machen, mein Junge. Ja? Also geht die Sache in Ordnung, nicht? Ja. Na denn. Alright, nicht wahr? Ja. Gemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Junge, Reise fertig, was? Ja. Also, das ist in Ordnung. Ja. Vertrag machen wir morgen. Da reicht nämlich heute doch, der Junge. Ja, nach London. Ach, das sagte ich schon. Ja. Wahrscheinlich nicht allein, ne? Ja, ich habe auch den Eindruck. Das ist ein reizendes Mädel. Reizend und tüchtig. Wieso? Ja. Herr Junge! Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, wen hofften Sie eigentlich hier oben zu treffen? Ja, eigentlich den Herrn, der... Aha. Herrn Hartwig, den Schauspieler. Schauspieler? Nanu, im Frack? Wir haben wohl die ganze Nacht Engagement gefeiert. Ja, ich... Ich möchte gerne... Ach, das Lexikon. Wollen Sie es nicht lieber in Bar haben? Hier. 20 Mark? Aha. Apropos Pension, wohnt bei Ihnen nicht ein Fräulein Brandes? Die Schauspielerin. Schauspielerin? Ja. Die hat ein Glück gehabt. Der reiche Hahn Junior, der hat sich gestern ihretwegen geohrfeigt. Moment, heute früh ist sie zu ihm ins Hotel gefahren. Und wahrscheinlich fährt sie auch mit ihm nach London. Nach London? Ja. Wann? Heute. Und sie ist jetzt bei ihm im Hotel? Ja. Hartwig Paul, Schauspieler und Tenor, Cäcilienstraße 23, guten Tag, verehrter Herr Hahn, na wunderbar. Ich hatte noch leider gar keine Gelegenheit, Ihnen zu danken. Ja, bitte schön. Hören Sie, ich muss ja sagen, Ihr Herr Papa, das ist ja ein reizender Mann. Das also, ich bin im Augenblick mit ihm einig gewesen. Ja, kommen Sie, wollen wir zusammen noch frühstücken? Ja, ich habe keine Zeit ausgeschlossen. Keine Zeit? Ah, natürlich, ich verstehe. Abreise nach London mit der jungen Dame, was? Papa hat mir alles erzählt. Na, also dann recht vergnügte Fahrt, lieber Herr Hahn. Empfehle mich. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Vorgehen. Melden Sie mich, Herrn Hahn Junior. Herr Hahn Junior? Eben zur Bahn gefahren. Eben gefahren, so. Wann geht denn der Zug nach Hamburg? In 40 Minuten. So. Schicken Sie sofort diesen Zettel mit einem Pagen zu Herrn Bach, Sizilienstraße 23. Bitte sehr. Er ist zu Ihnen in die Wohnung gelaufen. Gnädigste scheinen ja schon im Bilde zu sein. Allerdings. Und trotzdem hier? Ja. Gefällt mir, bravo. Dann dürfen auch Gnädigste auf ihn warten. Ja, wollen Sie denn nicht aufstehen? Ich möchte wahnsinnig gern aufstehen. Ja, was fehlt Ihnen denn eigentlich? Ein Anzug. Bin unterwegs nach London.
Lisa mit richtigem Hahnen abgereist. Gebe morgen, wenn möglich, aus Hamburg Bescheid, Paul. Ein Trottel. Was ist los? Bin unterwegs nach London, Lisa mit richtigen Haaren abgereist. Gebe morgen, wenn möglich, aus Hamburg Bescheid, Paul. Auf Wiedersehen. Man kann telefonieren aus dem Fahrzeug. Ein Zug telefoniert, so. Aha. Bitte, ja, bin bereit. Herr Direktor, Sie können Ihr Theater eröffnen. Ja. Möchten Sie mir nicht sagen, wovon? Wovon? Vom Leder, ich habe den Finanzier. Der gibt aber nur Geld unter einer Bedingung, wenn Sie eine Ihnen nahestehende Dame engagieren. Moment, was heißt Dame engagieren? Das gibt's bei mir nicht. Bei mir wird nichts engagiert, was nicht vorsingt. Das müssen Sie wissen. Die Dame soll erst vorsingen. Vorsingen? Bitte schön. Man hat nicht leicht, bis man's erreicht. Doch einmal geht's von alleine, wie lang ausgezeichnet die Tage gehen. Dann will man sehen, ob's wieder Licht wird und es nicht wird. Na schön. Das ganze Leben ist ein großer Wartemann. Das Happy End kommt erst am Ende jedes Mal. So ein Mädel vergisst man nicht. So ein Mädel vergisst man nicht. Man kränkt sie nie, man lebt für sie. Und andere küsst man nicht. So ein Mädel belügt man nicht. So ein Mädel betrügt man nicht, weil schon ihr Blick das ganze Glück der Welt verspricht. Belügt man nicht, so ein Mädel betrügt.